Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Brawl Stars mit mir, dem Fred. Und wir wollen heute mal ein altbekanntes Format wiederbeleben, aber dieses Mal bei Brawl Stars. Fünf Dinge in Brawl Stars, die sich Supercell nicht traut. Das passt besonders gut. Und warum passt das besonders gut? Weil Brawl Stars ein noch sehr junges Spiel ist und es noch genug, es gibt noch genug Raum für Updates. Und nehmt diese Sachen aber bitte nicht zu ernst. Es sind Sachen, die vielleicht noch wirklich irgendwann kommen könnten. Manche Sachen werden wahrscheinlich niemals kommen. Es sind einfach so Ideen, die ich halt immer sammle. Und wenn du eine Idee hast, dann schreib sie gerne mal in die Kommentare. Also wenn es irgendwas gibt, was du dir wünschst oder was du denkst, da strahlt sich Supercell doch niemals, dann schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann werde ich da in einer der nächsten Folgen mal drauf eingehen. Aber wir fangen mal an. Nummer 1, Battle Royale. Battle Royale ist ja ein Spielmodus, wo du im Endeffekt primär jetzt erstmal alleine antrittst gegen sehr, sehr viele andere Gegner. Und der letzte Überlebende hat halt gewonnen. Das hier, was wir jetzt ja gerade sehen, Juwelenjagd, ist 3 gegen 3. Wir haben noch ein, ja, wobei dieser Solo-Modus ist so eine Art Battle Royale, aber ich meine das jetzt eher in so einem etwas größeren Stile. Wie wir das von Fortnite oder von PUBG kennen. Ich weiß nicht genau, inwieweit das die Engine hier mitmacht, dass du die Map halt extrem vergrößerst. Denn die Maps sind ja alle relativ klein hier bei Brawl Stars. Und das ist so, was ich halt als Idee hätte, wäre halt so richtig... Ja, 100 Leute! Du hast 100 Leute, so ein bisschen wie bei, ja, vielleicht so ein bisschen wie bei Battlelands Royale. Da hast du ja aber nicht so viele Leute, hast du 30 Leute, dann hättest du echt, das ist ja auch Battle Royale. Also müssen ja nicht 100 Leute sein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So einen richtigen Battle Royale Modus, wo du echt sehr, sehr viele Leute auf der Map hast, das wäre cool. Das kann natürlich noch kommen. Kann natürlich noch kommen, aber ich weiß nicht, ob sie das sich jetzt schon trauen würden. Aber das war auf jeden Fall schon einmal Punkt Nummer 1 der 5 Dinge in Brawl Stars, die sich Supercell nicht traut. Punkt Nummer 2, Clan, also ja, in diesem Fall ist es die Club-Quest. In Brawl Stars gibt es ja Clubs und irgendwie so den richtigen Sinn von einem Club habe ich jetzt noch nicht verstanden. Klar, du kannst zusammenspielen, du kannst dir Taktiken überlegen im Chat und so weiter, aber du kannst ja auch die normalen Freunde dann einladen für ein Spiel, dafür brauchst du keinen Club. Aber, wie wäre es denn sowas wie Club-Quests, oder sagen wir mal, so angepasst an die Clan-Truhe. Ich habe schon lange kein Clash Royale mehr gespielt, aber ich weiß, dass es die Clan-Truhe gibt. Oder zumindest gab es sie das damals, als ich gespielt habe, gab es die Clan-Truhe. Fand ich immer ganz cool, wo man dann zusammen was gesammelt hat dafür. Und das könnte man doch hier auch machen. Du sammelst dann halt hier, du hast dann hier halt hier keine Clan-Truhe, sondern die Clan-Box. Nennen wir es doch Clan-Box. Die Clan-Box. Du sammelst dann vielleicht was, indem du Kämpfe machst oder indem du Aufgaben erfüllst oder Leute eliminierst. Dann sammelst du halt Punkte dafür, Powerpunkte oder sowas. Und dann, ja, da geht das ein paar Tage und am Ende sind da halt coole Sachen drin. Das wäre geil. Dann das hätte nochmal so, das würde nochmal richtig so den Zusammenhalt im Club fördern. Und bald übrigens werde ich den Community Club öffnen. Keine Sorge, Leute. Ich kam jetzt gestern und so natürlich durch Weihnachten jetzt nicht dazu, noch viel zu spielen. Aber ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wann der Community Club offen geht, werde ich euch rechtzeitig informieren. Das war auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer 2. Ein, ja, nennen wir es Club-Truhe. Eine, oder Club-Quests. Das hört sich auch cool an. Eine Club-Quest oder Club-Quests. Aufgaben, die du erfüllen musst und dann gemeinsam Punkte sammeln, um dann halt, ja, im Club zusammen vielleicht ein paar coole Sachen freizuschalten oder coole Belohnungen zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Das war Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, etwas, was ja auch irgendwann bei Clash Royale dann rauskam, sind nämlich die Turniere. Richtige Turniere in Brawl Stars würde auf jeden Fall Sinn machen, ob es natürlich kommt. Oder ob sich Supercell das traut, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber ich persönlich fände das auf jeden Fall richtig cool, wenn das kommen würde. Ja, so richtige Turniere? Dann ist natürlich wieder die Frage, wenn du so ein Turnier hast, wie würde das denn aussehen? Also, bei Clash Royale war das ja immer so, du hast ja dann, wie war das denn nochmal bei Clash Royale? Ich habe schon so lange kein Clash Royale mehr gespielt. Also früher war das so, dass das dann eine bestimmte Zeit ging und dann hat man halt immer gegen Leute gespielt aus der Liste und hat dann halt immer Punkte bekommen oder halt Punkte abgezogen bekommen. Also war das, ja. Das mit dem Bosskampf war schon mal auf jeden Fall richtig cool, dass es da so Stufen gab dafür. Das war auf jeden Fall schon mal cool, aber so ein Turnier fände ich auch nicht schlecht. Nur kann man es dann halt wahrscheinlich nicht so machen wie bei Clash Royale. Da muss man dann mal gucken, wie man das gestaltet. Das ist dann die Frage. Oder man macht es mit so einem Ladder-System, also mit so einem Leiter-System, dass du sagst, am Anfang sind es, keine Ahnung, 120 Leute oder so. Und dann, wenn du das erste Match gewinnst, sagen wir mal mit deinem Team, machst du 3 gegen 3, Juwelenjagd oder Juwelenmine, dann machst du halt, danach sind es dann halt nur noch die Hälfte der Teams, ne? Du gewinnst die erste Runde, dann geht's weiter und dann machst du die nächste Runde und so weiter und so fort. Das könnte man so auf jeden Fall umsetzen und das fände ich auch eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, wie das vielleicht
besser ginge oder wie man das besser umsetzen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich da mal in der nächsten Folge oder so, in einer der nächsten Folgen mal drauf eingehen. Und dann gucken wir mal weiter. Smileys! Smileys in Brawl Stars. Smileys waren immer ein Punkt, der mich sehr an Clash Royale genervt hat. Also, ja, das ist, es war ja zwischendurch, glaube ich, so, du konntest sie dann zwar deaktivieren, dann haben aber irgendwie Leute zugeguckt und dann haben die Leute dann auch wieder Smileys gemacht. Das hat mich extrem genervt. Mittlerweile kannst du, glaube ich, bei Clash Royale sogar Smileys kaufen. Das ist ja mega bescheuert. Also Smileys zu kaufen, das ist ja einfach total blöd. Meiner Meinung nach. Ja gut, soll jeder machen, was er will, aber fand ich jetzt nicht so ganz so geil. Jetzt guck mal, pass mal auf, was das für ein geiler Jump war. Da bin ich noch so gerade weggesprungen. Das war geil. Also, El Primo, definitiv eine meiner liebsten Charaktere hier, einer meiner liebsten Brawler. Aber das wäre ganz... Wäre nicht bei... Ja, keine Ahnung. Es würde passen, sagen wir es mal so. Es würde zu Brawl Stars passen mit den Smileys. Einfach du eliminierst einen Spieler oder du wirst eliminiert. Oder du wirst eliminiert. Machst einen traurigen Smiley oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell noch kommt. Aber ob sich Supercell das traut, das weiß ich ja nicht. Aber es wäre auf jeden Fall... Es wäre eine Möglichkeit, dass sie das bringen würden. Aber ob es dann tatsächlich wieder so ist oder nicht, vor allem, wie würden die dann aussehen? Es wären ja dann wahrscheinlich Brawler, die dann, ja, die dann halt auch diese Gesichtsausdrücke machen. Also weinen, lachen und so weiter halt, wütend, fröhlich und so weiter und so fort. Also, das ist, es wird passen, aber ob das dann jetzt, ob sie es machen werden, das ist dann wieder, steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber naja, gut. Das sind ja auch wirklich nur jetzt fünf Dinge, die sich Supercell nicht traut. So ein bisschen, das ist immer so ein bisschen spitz formuliert natürlich, dieses Format. Weil ihr kennt es von Clash of Clans vielleicht, einige vielleicht. Da habe ich ja auch viele Sachen mal angesprochen in der Vergangenheit, die dann irgendwann noch kamen. Also es muss jetzt dann nichts heißen, ne? Wie zum Beispiel damals bei Clash of Clans war es ja die Juwelenmine oder solche Geschichten, ne? Turniere ist ja jetzt im Endeffekt die Clankriegsliga, was ich auch mal angesprochen hatte. Aber wir gucken einmal weiter. Wir haben noch Punkt 5. Nämlich andere Charaktere aus dem Clash-Universum. Wenn man sich die Brawler mal anguckt, dann haben wir zwar Skins. Zum Beispiel war das ja bei... Ah, lass mich lügen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt den Magier-Skin hatte, weil ich mir die Namen einfach alle nicht merken kann. Der war Tonkschussern. Was war... Ich weiß es jetzt nicht. Tut mir leid. Warte mal, ich kann es nachgucken. Ich kann es gerade eben schnell nachgucken in Clash of Clans. Wenn ich nämlich in Clash of Clans reingehe, dann krieg ich ja die Einblendung. So, da ist übrigens auch der eine gerade gewesen mit dem Magier-Skin. Moment. Da war doch einer. Einer der Gegner hatte doch den Magier-Skin. Wir gucken auch mal nach. Und zwar, Barley war das. Genau, Barley hatte den Magier-Skin. Aber wir haben nur Skins. Wir haben keine richtigen Charaktere aus einem anderen Supercell-Spiel. Und wir haben das ja erlebt. Bei Clash of Clans hatten wir Charaktere aus Clash Royale. Also der Ice Golem kam ja jetzt neu dazu. Wir hatten den... Ich glaube, Baby Dragon war auch erst bei... Ich weiß nicht, ob Baby Dragon zuerst bei Clash Royale war. Da kommt man ja irgendwann durcheinander. Aber wir hatten es immer mal wieder. Ob mir das gefällt, dass so viele Charaktere von Clash Royale dann irgendwann den Weg nach Clash of Clans gefunden haben, naja, im Endeffekt nicht unbedingt. Also, es kommt immer auf den Charakter an. Den Holzfäller hätte ich sehr gerne bei Clash of Clans gesehen. Er kam nur irgendwie nie. Deswegen, also, das hätte mir schon Spaß gemacht, den Holzfäller zu spielen. Aber hier haben wir wirklich nur Brawler, die eigentlich dann einzigartig sind, weil es sie in keinem anderen Spiel gibt. Und dann ist die Frage, ob sich Supercell das traut, diese Brawler irgendwann mal rüberzubringen in ein anderes Spiel. Also, sagen wir mal, nach Clash of Clans. Ja, gut, El Primo. Aber ich, El Primo ist eine temporäre Truppe. Außerdem ist El Primo ja im Endeffekt nur der Typ von den Clan-Spielen, verkleidet als El Primo. Also der El Primo hier sieht ja komplett anders aus als der El Primo, den wir jetzt bei Clash of Clans gesehen haben. Und es ist nur temporär. Also er verschwindet irgendwann wieder. Er ist nicht dauerhaft. Und ob das die Frage ist, dann ist die Frage, wer macht denn da Sinn? Also was ich mir... So Shelly oder so, würde ich fast schon sagen, könnte unter Umständen Sinn machen. Ich kann aber mal eben gleich gucken, wer da auf jeden Fall Sinn machen würde. Denn, ich gucke das jetzt mal eben nach. Leute, wer denn da überhaupt in Frage kommt als Brawler-Moment. All Brawler, damit ich überhaupt mal eine Liste habe, so. Und wir das mal sehen können. Also, wir haben
Wen habe ich denn gesucht? Jesse habe ich gesucht. Ich glaube, Jesse würde vielleicht Sinn machen. Das könnte funktionieren. Jesse könnte funktionieren. Ja, ich glaube, Jesse würde ganz gut klappen. Ja, sieht auch ganz cool aus, ne? Muss man halt mal sehen, ne? Muss man halt mal sehen, welcher da auf jeden Fall Sinn macht. Aber dann, wie gesagt, dauerhaft. Dauerhaft. Nicht temporär. Dauerhaft. Und ja, wir sind fast am Ende von dieser Episode. Wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Sachen habt, die ich gerne ansprechen soll in einer der nächsten Folgen, lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Schreibt es in die Kommentare, was soll ich ansprechen. Und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Macht's gut, noch einen schönen Tag. Tschüssikowski.